machen wir mal wieder ein richtig leckeres Dosenhühnchen. Naja, ich hoffe zumindest, dass es wirklich richtig lecker wird. Ich nehme hierzu so eine Mr. Brown Dose. Die passen bei mir gut in den Halter rein. Soll jetzt einer gleich wieder rumholen, meinen zu müssen. Lackier, schädlich etc. pp. Ist mir wurscht. Will ich gar nichts drüber lesen. Wissen wir alle selber. Ja, neunmal klug nenne ich sowas dann. Gehen wir aber jetzt rüber und legen wir los. Attacke! Rein theoretisch sollte ich hier alles aufgebaut haben, was wir benötigen. Bis auf den Grill und die Kohlen. Hähnchen vom Nachbarbauer hat 1,12 Gramm. Brauchen wir nachher dann gleich. Dann natürlich die Dose und einen Dosenhalter, wo wir das Hähnchen nachher drauf wuchten. Ja, können wir gleich da drin lassen. An Rosmarin, Knoblauch, Zwiebel, ein bisschen an Apfelsaft brauchen wir, einen Ahornsirup, eine Schüssel, ein Jack, Salz, Pfeffer, Paprika, ein bisschen an Senf, ein Pinsel, einen kleinen Löffel und ein Schneebesen. Das ist jetzt rein theoretisch alles. Ja, vielleicht hole ich noch eine Schale, wo ich dann das Hähnchen mit dem Hähnchenhalter reinstelle. Dann habe ich hier den Süff nicht so. Und wir legen jetzt los und füllen erstmal die Dose. Gesagt, getan. Ich habe mir noch eine Schale geholt. Vielleicht lasse ich das nachher auf dem Grill auch in der Schale drin stehen. Dann können wir nämlich den Saft, was runtertropft, wieder übers Hähnchen drüber pindeln. Und hier stopfen wir jetzt erst einmal unsere Rosmarinzweige rein. Der Rosmarin ist übrigens frisch aus dem Garten. Ja, ihr habt es richtig gehört. Aus dem Garten, weil das Gewächshäusle steht im Garten. Oder Schatz? Gewächshaus steht im Garten und der Rosmarin ist frisch aus dem Gewächshaus, also frisch aus dem Garten. So, Knoblauchzehe. Ja, ein neuen Knoblauch. Ihr seht es, der liegt auch schon länger. Für was anderes würde ich den jetzt gar nicht mehr verwenden wollen. Den bröseln wir auch einfach klein und stopfen den mit rein. Schauen wir, dass wir unsere Zwiebel noch mit reinbekommen. Habe ich auch extra kleine genommen. Somit haben wir schon alles oder fast alles drin. Nehmen wir unseren Check. Ich habe übrigens noch ein paar Löcher mehr reingemacht, dass einfach die Dämpfe besser dann entweichen können. Füllen wir jetzt hier erst einmal ein bisschen an Check hier rein. Und dann noch etwas Apfelsaft. So, das reicht. Und nachher sollen ja die Dämpfe schön rauskommen und mit den Aromen von den Rosmarin, Knoblauch und Zwiebel sich schön im Hähnchen verteilen. Gut, dann haben wir unseren ersten Schritt schon getan. Die Dose. Und jetzt kommen wir zur Marinade. Stellen wir die mal schnell auf die Seite. So, und hier bin ich immer noch nicht ganz schlüssig. Entweder mein Schatz kommt jetzt dann her, gibt ihren Senf dazu oder ich tue ihn einfach selber dazu. So, hier nehmen wir uns einen Ahornsirup, schütten erstmal einen Schluck Ahornsirup rein. Weißt du, was ich jetzt vergessen habe? Was wir vorher gesagt haben? Du wolltest noch was drin haben. Na, was war's? Sojasauce. Die Sojasauce, genau. So, dann tun wir ein Stück Senf rein.
Du musst wieder auffüllen, wenn es leer machst. Ja. Ja, so 3 Teelöffel Paprika. Schaust du mal nach der Sojasauce, bitte. 1,5 Teelöffel Salz. Und 1 Teelöffel Pfeffer. Und dann noch ein Schluckerl von der Sojasauce. Und schon hätten wir unsere Soße fertig. Du hast jetzt nichts gesehen, mein Schatz. Und damit wird man nachher gleich das Hähnchen einpinseln. Brauchst du nicht noch? Nein. Ja, Mensch. Ist das so in Ordnung, wie ich es gemacht habe? Gefällt dir das so? Das sage ich dir dann, wenn es hinterher nicht schmeckt. Also ich denke, das müsste an Marinade ausreichen. Na, vorher habe ich, glaube ich, Soße gesagt. Egal. Marinade. So. Gut, Leute, dann werde ich jetzt schnell noch das Hähnchen auspacken, abspülen und dann aufsetzen. Ja, Freunde, dann wären wir so weit, dass wir dem Vieh den Popo aufreißen. So. Schauen wir mal, ob wir ihn drüber kriegen. Ich glaube, ich mache hier leichter gleich 2 Schnitte rein. Dann geht das Ganze etwas leichter. So. Jo. Und so hat das Mädel Platz genommen. Okay. Dann pinseln wir das ganze Ding einmal ein. Heben uns nachher aber noch etwas von der Marinade auf, dass wenn es einmal eine viertelhalbe Stunde auf dem Grill war, dass wir nochmal nachpinseln können. So, Leute, und so gehen wir nachher raus an Grill. So, Leute, wir werden dann soweit mit den Kohlen. Die verteilen wir links und rechts im Grill. So, Leute. Zwischengelagert habe ich das Hähnchen im Monolith. So. Oh, brauche jetzt gerade keine Handschuhe. Und dann stellen wir unser Göckerle hier drauf. Schön in die Mitte. Eben dieses Mal mit der Schale. Dann hoffe ich, dass der Deckel zugeht. Ja, er geht zu. Wunderbar. Lüftung auf. Grillen. Bis man die Kerntemperatur erreicht hat. Wie lange? Ja, das wird uns nachher die KT sagen. So, wie wir es möchten. Okay, bis nachher. So, Freunde, 10 Minuten, Viertelstunde später werden wir nochmal oder den Rest drüber pinseln. Ich könnte vielleicht noch ein bisschen Wasser unten reinfüllen, das werde ich auch gleich noch machen. So. Aber nicht viel, nur ein klein bisschen und dann sehen wir uns nachher wieder. So, Freunde, jetzt schauen wir mal nach, auf was es Kerntemperatur hat. Wir wären bei 61 Grad, also brauchen wir auf alle Fälle noch ein bisschen. Sogar ein bisschen mehr. Ich drehe jetzt mal das ganze Ding. Falscher Handschuh.
die Seite noch Feuer zugewandt haben. So richtig schön. Irgendwie habe ich die Vermutung, dass die Kohlen seitlich relativ ausgegangen sind. Ja, komisch. Naja, kann man nichts machen, aber von hinten kommt es noch schön heiß. Aua. Ja. Warten wir, bis unsere 85 Grad in etwa erreicht sind. So, Freunde. Der Gockel ist soweit fertig. So. Sieht er nicht gut aus? So dunkel ist er wieder nur wegen der Sojasauce. Und? Naja, ganz leicht knusprig ist er geworden. Naja. Nun gut. Jetzt gibt es noch Pommes dazu. Und ich bringe jetzt die Cam rein. Und dann hole ich das Göckerle rein. Wir sehen uns drinnen. So Leute, wir wären soweit. Jetzt heißt das Ding runteroperieren. Gehen wir mal da drüben bitte den Topflappen. Weil das Hähnchen hockt ziemlich fest hier drauf. Und jetzt runter mit dem Ding. Jetzt fängt es wahrscheinlich gleich nochmal zum Fliegen an. Leute, ich muss kurz die Cam weglegen. Das hat keinen Wert so. Aber vielleicht kann man ja... Weißt du was, ich halte das fest und du operierst. Ich glaube, das ist vernünftiger. Na? So. Ja, manchmal ist das ein Problem, so ein Hähnchen da runter zu kriegen. Aber wir könnten auch gleich die Geflügelschere nehmen. Wo ist vorne, wo ist hinten? Das ist die Brust. Da ist die Brust. Ich hab's gewusst, dass das ein Scheiß ist. Die Zange ist einwandfrei. Und dann schneiden wir es hier nämlich einfach einmal durch. So. Ups. Dann sollte man es etwas aufklappen können und dann. Oh, heiß. Oh, haben wir es unten. So. Oh, Handtuch. Na, sind das Nahaufnahmen oder sind das Nahaufnahmen? Ist doch immer wieder geil, so live dabei zu sein. So richtig nah. So, und jetzt? Einfach auseinanderschnibbeln. Du kannst mir nachher gleich mal ein Probiererle geben. Ja, du und deine Zange, Schere, gell? So. Also saftig. Saftig ist wie Sau. Das Messer. Einfach ein Eckerle ab. Am besten von der Brust. Tja, Leute. Und ich gehe jetzt probieren. Na, dann wollen wir doch mal. Ein bisschen knusprig ist die Haut. Schmeckt mal gut. Doch. Sogar eine leichte Schärfe drin. Ich muss bloß hier weitergeben. Puh. Leicht ist gut. Fast ein bisschen viel Pfeffer. Aber geschmacklich ist es sonst eigentlich sehr gut. Ja Leute, wir essen jetzt. Und ganz am Schluss sehen wir uns nochmal zum Fazit. Ganz genau. So Freunde, dann kommen wir noch zum Fazit.
von diesen Hähnchen. Ich fand's lecker. Gleich zum Anfang vom Fazit. Ich habe genau ein Bissen gehabt, wo etwas schärfer war. Es war genau der vom Probiererle. Mein Schatz hat, ich glaube, den letzten oder den vorletzten Bissen scharf gehabt. Etwas schärfer. Und ansonsten war das komplette Hähnchen einwandfrei. Also mir hat es sehr gut geschmeckt. Etwas dunkler die Farbe, klar wegen der Sojasauce. Aber verbrannt, naja gut, vielleicht die Flügelspitzen, klitzekleines bisschen, aber nur die Haut außen. Und ansonsten echt top das Teil. Geschmack vom Zwiebel, Knoblauch und Rosmarin ist leicht durchgekommen, auch vom Jackie, aber nicht extrem. Also grandios eigentlich. Mein Schatz, was sagst du dazu? Sehr saftig, sehr würzig, sehr lecker. Sehr würzig? Ja. Was zu viel, was überwürzt? Ich hab's vom Pfeffer. Ja, aber bloß ein bisschen für dich. Ja, aber es war würzig. Es war von dem her geschmacklich sehr gut. Ja, also mir hat es sehr gut geschmeckt. Kann man jederzeit wieder so machen. Warum nicht? Ja, und in diesem Sinne muss ich mir sowieso erst überlegen, was ich als nächstes mache. Aber da fällt mir schon was ein. Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal und ihr wisst Bescheid. Ciao! Oh ja! Oh, das sieht doch wunderbar aus.